faszinierend. Hallo Leute und willkommen hier bei Mi Apple Cat und bei einem ganz besonderen Unboxing, nämlich der USS Enterprise von Megablocks. Ein mega tolles Set, auf das ich mich wirklich sehr, sehr freue. Ich habe es schon eine Weile bei mir rumstehen, da ich erstmal den Millennium Falcon fertig gebaut habe. Und das ist ja ein Riesenteil. Aber das hier wird, glaube ich, in der Größe her nicht weit nachstehen. Deswegen der perfekte Ausgleich zu meinem Star Wars Überhang aktuell. Auf der einen Seite dann der Millennium Falcon, auf der anderen die USS Enterprise. Und das Teil hier ist mega schwer. Also, wie ich hier die Kiste eben rübergetragen habe, dachte ich, meine Güte, wie schwer ist denn das Ding hier? Und na, ich habe es eben mal auf die Waage gestellt. Es sind proppere 7,4 Kilogramm. Ja, das ist schon mal was. Und naja, 3098 Teile stecken hier drin. Zwei Minifiguren, die Enterprise natürlich mit beleuchteten Warp-Gondeln. Auch da bin ich sehr gespannt drauf. Leider wird das Ding hier nicht mehr hergestellt. Megablocks hat es aufgegeben hier bei Star Trek. Oder machen die generell nichts mehr? Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall, das hier wird nicht mehr hergestellt. Kann man aber immer noch kaufen auf Amazon, auf eBay und auf anderen Stellen, wo man es finden kann. Ich hatte hier eine holprige Geschichte, dieses Set hier zu besorgen. Ich habe es nämlich zum ersten Mal gekauft bei eBay von einem amerikanischen eBay-Verkäufer. Und na, das war halt relativ günstig. Doch der Gute hat sich bei mir nie gemeldet. Er hat mir das Ding nie geschickt. Ich habe alles Mögliche in Kraft setzen müssen, um meine Kohle wieder zurückbekommen. War keine schöne Geschichte. Dann habe ich es nochmal gekauft bei Amazon US, also in Amerika bei Amazon, weil es einfach günstiger ist. Und ja, so ist es angekommen. Ihr seht, der Karton ist ja weitestgehend in Ordnung. Hier oben haben wir ein bisschen einen Transportschaden hier an der Ecke. Aber ansonsten sieht er ganz ordentlich aus. Und bezahlt habe ich, lasst mich überlegen, 165 Euro insgesamt mit Steuern und Versand und allem Schnipp und Schnapp. So für, ich sag mal, 170 Euro, 160, 70, 80 bekommt man das Teil hier auch auf Amazon zu kaufen. Ich werde es euch wie immer hier unten verlinken. Und jetzt schauen wir uns mal die Box etwas genauer an. Einmal hier auf der Seite ein Schwarz-Weiß-Druck von Captain James Tiberius Kirk. Auf der anderen Seite von seinem ersten Offizier, Mr. Spock, der uns ja hier im Pre-Intro schon begrüßt hat. Übrigens hier auch von Megablocks, diese kleinen Figuren. Finde ich auch ganz schnucklig, aber darum geht es jetzt heute nicht. Auf der Rückseite, was können wir denn dort alles sehen? Wir sehen einmal, wie das fertige Modell aussehen wird. Das wird 85 cm in der Länge messen. Das ist enorm, kann ich mir noch gar nicht richtig vorstellen. Und es sitzt direkt hier unten auf so einem großen Standfuß drauf, damit es auch einen stabilen Stand hat, mit einer Plakette. Die beiden Minifiguren Spock und Kirk sind mit dabei. Hier kann man sie etwas besser sehen. Und zwar in ihren, ja was waren das hier, die Paradeuniformen, die etwas bessere Ausführung, wenn es mal offiziell geworden ist. Dann haben wir auch noch ein bisschen Zubehör, zwei Phaser, einen Rekorder und einen Kommunikator dabei. Ja, und das war's. Also echt schade, dass die das hier nicht mehr herstellen. Es gibt noch andere coole Sets. Hier das mit diesem Tor in die Vergangenheit. Das habe ich auch. Das hier habe ich mir auch besorgt mit den Klingonen. Und den Transporterraum, der ist auf dem Weg zu mir. Auch der klingonische Battlecruiser ist auf dem Weg zu mir. Nur hier, die Brücke, zu der konnte ich mich noch nicht überringen oder überwinden, denn die ist relativ teuer, sieht aber richtig cool aus. Mal schauen, vielleicht kommt die auch noch. Okay, so, genug Vorrede, genug gelabert. Jetzt wollen wir alle sehen, wie es hier innen drin aussieht. Deswegen schneide ich jetzt die Siegel auf und wir schauen mal, wie die 3000 und wie viel waren es, 98 Teile, wie die hier drin verpackt sind. Ich bin wirklich gespannt. Also ich habe erst so ein Miniset von Megablocks hier gebaut. Das hat gut funktioniert, aber das hier ist natürlich nochmal eine völlig andere Liga. So, wie geht denn das auf? Ich glaube, ich muss es dafür mal so hinlegen. Und ach, hier ist auch noch eine Lasche drin. Und hier ist noch eine Lasche drin. Und dann können wir es, wow, nach oben klappen. So, da musste ich jetzt mal etwas nach oben schwenken, dass ihr das sehen könnt. Wir haben hier also schöne Grafiken ja, von diesem Klemmbaustein-Raumschiff, wie sie das hier so in verschiedene Szenen eingebracht haben. Sehr schön, nochmal Kirk und Spock. Und hier ganz oben auf liegt die Anleitung. Und da werfen wir jetzt mal einen genaueren Blick drauf.
Wir sehen erstmal das Schiff USS Enterprise NCC 1701. 50 Jahre Star Trek Edition war das hier. Auf der Rückseite, ja, haben wir nicht viel. 50 Star Trek Logo. Das Jahr, aus dem es kommt, 2016. Und das Ganze hier hat, na, wie viele Seiten? 100. Hier kann man sehen, 163 Seiten insgesamt, aber der eigentliche Bau endet bei Seite. Na, hier haben wir eine Teileliste noch komplett drin. Okay, nochmal ein schönes Bild und schaut mal her. Hier kann man schön die anderen Sets sehen. Also hier der Transporterraum, auf den freue ich mich auch sehr. Der klingonische Battlecruiser, der wird allerdings kleiner, der wird glaube ich nur so groß. Dann hier der Wächter oder wie das Set hieß und hier der Maschinenraum mit dem Klingonen-Schwertkampf. Und natürlich die Brücke. Ach, wäre die nur nicht so teuer. Na egal, schauen wir weiter rum. Und wir sehen, bei Seite 154 ist es dann hier offiziell zu Ende. Und so wird das Set später aussehen. Aber wir schauen nochmal komplett jetzt von vorne mal durch. Dort haben wir sehr schöne Grafiken. Also da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Sieht sehr nett aus. Das Papier ist allerdings ziemlich dünn. Da muss man aufpassen, dass einem das nicht einreißt. So, wie sieht das denn hier beim Bauen aus mit Megablocks? Die haben ja hier diese etwas andere Methode wie Lego. Nämlich dadurch, dass hier alles so farbig markiert ist, also hier rot, blau, ihr seht diese ganzen Punkte. Dadurch sieht man dann besser, wo jedes Teil hier hinkommt und hat sich bei dem kleinen Set, das ich mal gebaut habe, eigentlich wirklich gut bewährt. Also man kommt da gut klar. Ihr seht, hier ist natürlich verdammt viel Schwarz drin, aber ja, also von der Druckqualität sieht alles soweit in Ordnung aus und es sind auch nicht allzu viele Bauschritte jetzt pro Seite, wobei immer hier ist schon relativ klein gedruckt. Aber wird schon gehen. Also ich würde mal sagen, soweit sieht das hier sehr ordentlich aus. Ich bin total gespannt, wie es mit dem Bau vorangehen wird und ja, was für Bautechniken hier verwendet werden. Ob hier mal was anderes kommt als bei Lego. So ein paar Sonderteile werden hier auch mit drin stecken. Ja, also Leute, ich kann es sehen, das wird aber hier tierisch bunt in der Untertassensektion. Das wird richtig bunt. Also ich sag's euch, ich freue mich hier total drauf, aber wir packen jetzt noch weiter aus. Dann haben wir hier die Box in der Box, wie es aussieht, auch mit einer schönen Schemata-Zeichnung der Enterprise. Und wie bekomme ich die jetzt hier raus? Einfach hochheben vielleicht. Ach nee, schaut mal her, da sind verschiedene Kisten noch drin. Das ist ja mal schräg. Okay, also hier hatten wir die eine und dann muss ich, glaube ich, hier mal eindrücken und, na, wo ist er? Hier nochmal eindrücken. Und dann kann ich hier die nächste rausheben. Na, okay. Und dann war's. Kiste leer. Also zwei Kisten in der großen Kiste. Vom Auspacken und Unboxen ist das hier auf jeden Fall schon mal eine andere Erfahrung. Ihr seht, hier haben wir die beiden Kisten. Und wir machen dann mal die erste hier auf, wenn ich finde, wo die Kiste aufgeht. Hm? Willst du mich verarschen? Also ich kann ja nichts finden, wo vorgesehen ist, die Kiste hier aufzumachen. Das ist ja mal total merkwürdig. Also ich werde es dann wohl an der Seite aufreißen müssen. Schade. So, geschafft. Kiste 1 ist offen und wir finden, ja, Tütchen mit Bausteinen drin. So, das ist der Komplettinhalt und da sehen wir auch schon direkt einen Sonderteil. Das ist hier die Aufnahme für die Warp-Gondeln. Alles aus einem Stück gemacht mit aufgedruckten Fenstern hier an den Seiten schon mal. Ja, also dann haben sie das wahrscheinlich ja nicht stabil genug bekommen, wenn sie es nur mit Steinen gebaut hätten. Also das schon mal ein Sonderteil. Und was mich jetzt natürlich interessiert ist, haben wir hier sowas wie eine Bauschrittnummerierung. Aber, tja, sieht mal nicht danach aus. Also ich kann hier keine Bauschrittnummerierung finden, aber zumindest haben sie die Tüten ziemlich sortenrein verpackt, so dass man beim Sortieren nachher nicht so viel Arbeit hat. Ist dann quasi der Zusammenbau wie bei Lippin, alles schön auf die Tellerchen sortieren und dann such das richtige Teil. So, also das war Tüte Nummer 1 oder Paket Nummer 1. Ich schütte jetzt noch Paket Nummer 2 dabei und dann zählen wir mal durch, wie viele Tütchen das hier sind. Also ganz ehrlich, hier für das Aufmachen der Kisten hätten sie sich mal ein bisschen mehr Mühe geben können. Die sind so toll bedruckt und die ganze Erfahrung bisher ist echt schön, aber das Aufreißen, nicht so toll. Naja, schauen wir mal.
Oh, eine einzelne Platte. So, da liegt das gesammelte Werk nun vor uns. Und was hier aufgefallen ist, wir haben hier lauter einzelne Platten drin rumfliegen gehabt. Von diesen grauen hier, was sind das? 1, 2, 3, 4 mal 4 mal 16. Und von diesen roten hier noch zwei Stück. Und das ist doch eine gute Möglichkeit, mal drüber zu schauen, wie die Qualität hier ist. Wir sehen hier die Gussnasen, wo das Material reingekommen ist an vier Stellen bei dieser Platte hier. Aber sieht alles wirklich schön aus, ordentlich aus, fühlt sich gut an. Ich sehe keine Biegung in der Platte drin. Und wir haben das Branding einmal hier zwischen den Steinen oder zwischen den Noppen. Da steht Megablocks drauf. Also von der Grundqualität wirkt das Ganze schon mal gut. Was auch ganz schön hier auf mich wirkt, ist die Masse an Tüten, die hier verbaut sind oder hier verpackt waren. Und hier ist es. Hier in der Tüte sind noch mehr Tüten drin. Und wir sehen Kirk und Mr. Spock. Die sind auch hier drin. Also ich zähle jetzt nochmal die Tüten durch und dann geht's an Sortieren. Und wenn ich mich nicht verzählt habe, waren das hier 34 Tüten. Tja, gar nicht übel. Eine ganze Menge an Material, sind natürlich über 3000 Steine. Wir haben noch mal eine ganze Menge von den Platten hier dabei, also von den roten. Und ganz, ganz viele hier von den grauen, die ich euch schon gezeigt habe. Tja, und zwei gelbe waren auch noch mit dabei. Und was aber natürlich nicht in Betracht gekommen ist bei der Zählung, dass hier ganz, ganz viele Tüten in den Tüten drin sind. Einmal hier mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Teilen drin. Also, das ist schon was anderes von der Auspackerfahrung. Und, ach, schau mal her, hier steht sogar Megakonstrukt drauf. Das war wohl die Untermarke. So richtig durchgeblickt habe ich da nicht, aber egal, ich werde jetzt hier erstmal sortieren. Oh mein Gott, also sowas habe ich ja noch nie gehabt. Freunde, ich gehe mal zurück. Schaut euch an, ja, wie ich sortiert habe. Da ist der Tisch zu klein für das Ganze. Das ist irre. Ich weiß gar nicht, wie ich das nachher bauen soll. Zum Glück kann ich den Tisch noch ein bisschen ausziehen. Aber das wird ja ein Riesenbauprojekt. Es sind zwar nur 3000 und ein paar zerquetschte Teile, aber die Teile sind groß. Wir haben hier große Platten, wir haben ganz, ganz viele Steine, wir haben ja wirklich große normale Lego-Blocksteine und das nimmt einen Platz weg. Es ist Wahnsinn. Wir haben ja hier keine kleinen Technikteile, kleinen Technikpinne oder sowas. Nö, schaut her, ich habe es gar nicht alles hier auf den Tisch drauf bekommen. Also der schiere Wahnsinn. Ich habe sowas noch nie gesehen. Natürlich ist meine Ökobilanz jetzt auch mal ordentlich runter in den Keller gegangen, denn das hier, das sind alle Tüten, die ich hier ausgepackt habe. Junge, 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 also 34, das hat nicht gereicht. Wenn ich jetzt mal die mit reinrechne, die ich noch aus den größeren rausgeholt habe, dann komme ich bestimmt mal gut und gerne auf 50 Tüten, würde ich sagen. So, aber genug gejammert. Also ihr seht, das hier wird ein sehr, sehr großes Bauprojekt mal wieder werden. Einerseits freue ich mich natürlich tierisch drauf, andererseits ist das erstmal etwas überwältigend. Man kann auch den guten Mr. Spock da hinten kaum noch sehen. Aber so ein paar besondere Teile, die sind mir jetzt hier schon aufgefallen. Schauen wir mal drüber. Erstmal einen kleinen Blick hier auf die Minifiguren. Hier haben wir Captain Kirk in seiner Ausgehuniform und der sieht Megablocks gewohnt gut aus. Dann haben wir hier noch unseren Mr. Spock. Auch der in seiner Ausgehuniform sieht auf den ersten Blick auch sehr schön aus und schaut her, er macht den Vulkaniergruß. Das nenne ich mal schöne Detailliebe. Hier haben wir die Leuchtsteine, die die Gondeln zum Leuchten bringen. Noch hier mit den, mit den Absperrungen, den Trennungen in den Batterien drin. Ich hoffe, die leuchten noch. Dann hier die Standfüße für die Minifiguren. Dann haben wir hier, habe ich euch ganz am Anfang gezeigt, einmal die Nummer der Enterprise und die ist hier drauf gedruckt. Es gibt hier bei diesem Set keinen einzigen Aufkleber. Keinen einzigen Aufkleber bei all den Teilen hier. Lego, da müsst ihr euch doch echt schockiert und beschämt an den Kopf greifen. Es geht. Ohne Aufkleber. Alles bedruckt. Hier haben wir die Deflektorschüssel in einem schönen Bronze-goldschimmernden Ton. Alles wunderbar. So, was habe ich denn hier noch? Ach ja, hier. Apropos bedruckte Teile. Schauen wir weiter rum, was alles noch bedruckt ist. Das hier wird die Außenverkleidung.
mit aufgedruckten Fenstern in Gelb und davon finden wir hier noch so einige drin. Auch mal hier nur mit so einem kleinen Punkt, also alles wunderbar bedruckt. Hier habe ich auch nochmal bedruckte Teile, so 2x2er Fliesen mit Strichen drauf, gebogene Teile mit Fenstern drauf. Hier wieder was für die Außenverkleidung. Oh, das hier, das sieht schön aus. Kann man schon sehen, was es wird. Und, schaut mal hier, wunderbar. Das wird der Enterprise-Schriftzug. Da unten habe ich dann noch mehr gesehen. Na, komm her. Ja, das wird die Enterprise. Und selbst, schaut mal her, selbst solche ungewöhnlichen Teile erstmal, also oben Noppen, unten Noppen, einmal zwei, selbst die haben hier am Rand einen Aufdruck. Also, das geht alles. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Schaut mal her, wie süß. Scharfstellen, ich habe den Phaser gefunden. Der sieht ja nett aus. Haben wir noch mehr? Ach ja, da ist noch mehr. Hier haben wir den kleinen, auch sehr schnuckeligen Flups. Da hatten wir ihn zumindest. Da ist er wieder. Der Kommunikator von Captain Kirk. Ja, also für die Größe ganz nett getroffen. Natürlich hier der Anstrich ist ein bisschen versaut oben bei Gold, Schwarz, der Übergang. Aber naja, das sind halt echt kleine Dinger. Und hier haben wir noch was. Das ist der Tricorder von Spock. Und irgendwo hier unter den ganzen Teilen ist dann auch noch das Bändelchen zum Befestigen. Und da ist noch der zweite Phaser. Auch hier seht ihr viele bedruckte Kleinteile. Hier, wir haben auch transparente Bausteine mit drin. Ganz unterschiedlich. Hier sieht man nochmal, wo das Branding ist. In der Mitte zwischen den Blöcken. Transparent, transparent. Und ja, die haben hier echt eigene Teile dabei. Sowas habe ich bei Lego zum Beispiel noch nie gesehen. Genauso wie die Teile, die ich euch eben gezeigt habe, wo oben Noppen, unten Noppen sind. Hier haben wir Fliesen mit Fenstern aufgedruckt. Hier für NCC, das kommt dann auf die Untertassensektion. Und hier so ein Parabolspiegel auch nochmal mit Aufdruck. Also hier sind massig Teile bedruckt. Das finde ich richtig klasse. Hier haben wir nochmal Teile, die ich so auch noch nie gesehen habe. Wo ist er? Da unten. Und zwar sowas hier. Also da gibt es irgendwo auch noch Teile, die hier reingesteckt werden und dann als Gegenstück passen. Noch nie gesehen. Genauso wie ja, sowas hier. Sieht aus wie ein Technikbaustein, wo so ein Pin reinkommt. Aber die Seite hier, das ist mal was anderes. Auch noch nie gesehen. Also ihr seht schon, eine Menge Neues ist hier zu entdecken, was Megablocks baut. Ah, hier haben wir die Dinger nochmal in Gelb. Oh, ne Quatsch, die sind jetzt auf beiden Seiten so. Okay, und da ist sogar sowas wie ein Zahnradgewinde drin. Also ich bin sehr gespannt. Hier haben wir die Gondeln übrigens, die hier aus vier Teilen jeweils zusammengesetzt werden, aus diesen Transparentteilen. Das sind die Gondeln und wir haben Platten über Platten über Platten über Platten, 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 Platten. Wir haben überall Platten. Die ganze Enterprise hier wird ein riesiger Plattenbau werden. Also mega. Ich bin total geflasht und freue mich hier auf den Zusammenbau. Oh, schaut her, hier haben wir auch noch bedruckte Teile. Die habe ich einfach mal noch drin gelassen. Das sind die Rundungen, glaube ich, die unten bei der, bei der Maschinensektion dann kommen. Damit die nicht verkratzen, habe ich die einfach mal noch hier eingeschweißt gelassen. Und last but not least, hier Platten. Und wir haben hier das Schild USS Enterprise Starship Class San Francisco, Kalifornien. Ja, sehr schön in so einem Used Bronze Look. Sieht sehr schön aus. So, aber Freunde, das hier soll es jetzt wirklich mal gewesen sein. Das war das längste Unboxing, das ich je gemacht habe. Aber ich fand es interessant, ich fand es erschreckend und ich fand es anstrengend. Und auf jeden Fall habe ich jetzt eine Menge Vorfreude, hier die Enterprise zu bauen. Die ganzen Bauvideos findet ihr in der Playlist von der USS Enterprise. Alles hier in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut einfach mal rein und danke fürs Zusehen, Freunde. Meine Güte, ich muss jetzt erstmal, keine Ahnung, ein Bier trinken, um wieder runterzukommen oder so. Also, macht's gut!